Bei uns ist es echt wunderschön. Und klar, dass mein heutiger Gast sich genau diesen Ort hier zum Leben ausgesucht hat. Er ist nach Stockach gezogen, er liebt den Bodensee. Und ich bin sehr froh, dass er heute für uns Zeit hatte, weil er ist eigentlich immer quer durch Deutschland unterwegs für seine Konzerte. Ich zieh durch die Straßen bis nach Mitternacht. Ich hab das früher auch gern gemacht. Ich brauche... Dieser Hit macht sein Publikum süchtig. Verdammt, ich lieb dich. Ich lieb dich nicht. Verdammt, ich brauch dich. Matthias Reim pflegt sein Image als Macho-Held bis heute. Und dazu gehört natürlich auch seine Harley. Seit 2012 hat der Weltenbummler am Bodensee seine Heimat gefunden. Er wohnt in Stockach. Und das ist seine ganz private Oase abseits der Musik. Ja, Matthias Reim, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Und ich habe ja versprochen, wir lösen jetzt auf. Warum sind Sie zu spät gekommen heute? Warum das so knapp war, das liegt ganz einfach daran, es sind Sommerferien. Und das muss man durchorganisieren. In den Sommerferien sind natürlich die meisten Kinder, die ich habe, hier am See. Man muss sagen, Sie haben 6 Kinder? Ich habe 6 Kinder, im Moment habe ich 3, glaube ich, da. glaube ich? Haben Sie schon wieder eins verloren, oder wie? 5 werden es noch diesen Sommer. Also ich freue mich darüber. Da ist natürlich viel los. Und die werden dann, die verteilen sich dann immer da. Die Kleine geht da zu ihrer Freundin. Ja, der Große sagt, Papa, ich will nachher noch ein bisschen, weiß ich nicht, wakeboarden. Ich bleibe hier oder ich komme doch mit. Das muss man erstmal organisieren. Das ist ja nicht so einfach. Weil wenn ich sage, ich muss jetzt los, dann müssen die noch lange nicht los. Ja, und ich kann mir vorstellen, so eine Patchwork-Family ist natürlich auch schwer zu organisieren. Kommen Sie da manchmal an Ihre Grenzen? Na, ich bin manchmal ein bisschen durcheinander. Weil dann guckst du auf die Uhr, welches auch ist Kind schon von so welcher spät. Frau? Na, nicht so ungefähr. Ich kenne die schon alle ziemlich gut. Ich kenne auch deren Stärke und Schwächen. Nein, es ist wunderschön, wenn die da sind. Ich genieße das und versuche auch das Programm zu fahren, was ich dann fahren kann. Und das ist natürlich jetzt dieser Sommer mit diesem Wetter. Ja, und dann das Spielzeug, was man für den See braucht, haben wir natürlich. Sie haben ja selbst auch vorher schon erzählt, dass Sie Ihre Kindheit hier am Bodensee verbracht haben. Und wie ist das? Was können Sie Ihren Kindern hier ganz speziell vermitteln oder das mitgeben, was Sie auch in Ihrer Kindheit erlebt haben? Ich versuche es Ihnen immer einzureden. Ja, lass mal das iPad zu Hause, das ist völliger Blödsinn. Guck mal auf den See und wir checken mal ja, die kleinen Buchten. Und das ist heute schwieriger geworden. Wir waren natürlich, als ich 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre alt war und jeden Sommer hier verbracht habe, es gab ja kaum Fernsehen und es gab auch keine Handys und iPads. Wir haben was unternehmen müssen. Also nahmen wir das kleine Fährboot rüber von Überlingen nach in die Marienschlucht und einmal hoch, ja, und dann zum nächsten Dorf eine Cola geholt, dann wieder runter mit dem Boot zurück. Aber wir waren fix und fertig abends, wenn wir zurückkamen. Also mit körperlicher Bewegung. Wir sind schwimmen gegangen. Wir waren morgens um 9 im Strandbad Oscht in Überlingen und sind abends um 8:30 wieder nach Hause gekommen. Wir hatten uns dann ein Brötchen mit ein bisschen Fleischsalat und ein Wiener Würstchen mit von Oma. Hier viel Spaß und dann waren wir weg. Genial. Na, also wirklich herrlich. Und das Bootfahren, wann haben Sie das für sich entdeckt? Da war ich schon älter. Da war ich mit einem Freund, der hatte mich mitgenommen nach Kanada auf so eine Insel. Da musste man zum Einkaufen mit dem Boot fahren. Ne, so 12 Kilometer zum nächsten Laden. Oh, jetzt fahren wir ein bisschen los. Jetzt kommt der Wellengang. Ja, und jetzt schwerer, wird's ein bisschen philosophisch. Achtung, auf dem Boot, Wellengang. Das gibt natürlich Höhen und Tiefen. Und jetzt kommt der gekonnte Übergang, auch in Ihrem Leben, Höhen und Tiefen. Im Moment ist es ja seit vielen, vielen Jahren ist ja nur noch Höhen. Aber wie gesagt, hätte ich die Tiefen nicht gekannt, hätte ich die Höhen nicht erreicht. Das gehört alles zusammen für mich. Und es gibt noch nichts, was ich bereue. Also es gab schwierige Jahre. Was war für Sie das Schwierigste? Das Schwierigste war, als ich dann komplett pleite ging, als nichts mehr da war. Das war natürlich schwierig. Da musst du einfach irgendwo die innere Einstellung zu finden und sagen, gut, fange ich eben nochmal von vorne an. Hat ja geklappt. Woher haben Sie sich die Kraft damals geholt? Ach, das war ja nicht nur Kraft, sondern das war die Einsicht, dass ich nichts anderes so gut kann als Songs schreiben. Und dass ich mir die Freude daran durch nichts im Leben nehmen lassen darf. Und dann ging es ja auch wieder aufwärts, aber diesmal stabiler. Also nicht wie bei Verdammt, ich lieb dich mit einmal wirklich nach oben geschossen und wenn man da ist dünne Luft da oben. Ja. Sondern Schritt für Schritt wieder nach oben. Die Konzerte verbessert, die Platten verbessert oder die CDs verbessert. Einfach versucht, was mögen die Menschen an Matthias Reim, das zu finden. Und, was mögen Sie selbst an sich? Ach, ich bin ja so froh, dass ich diese Gratwanderung zwischen Rock, Pop und Schlager machen darf und da wirklich meinen...
so meinen Punkt gefunden habe, der mich einzigartig macht. Und die Geschichten, die ich erzähle, das sind natürlich die Geschichten, die ich erlebt habe. Ich wäre gern Macho. Ich tue manchmal auch so, als ob ich einer wäre, aber ich kenne mich natürlich und weiß, dass das natürlich nur völliger Blödsinn ist. Und haben Sie nie einen Macho? Nee, wirklich nicht. Ich habe manchmal ihn vielleicht mal raushängen lassen, aber sobald die Tür zugeht, ist kein Mann mehr Macho. Na, und die Geschichten erzähle ich von denen, die gerne cool sein wollen, und aber eigentlich überhaupt nicht cool sind. Und, aber ganz ehrlich, Herr Reim, wann haben Sie denn, also das klingt, als wäre man, ich meine, es ist vielleicht jetzt unverschämt, das zu sagen, aber als wären Sie nochmal extrem gereift mit so einem reflektierten Zurückschauen auf sich selbst. Wann kam denn der Punkt bei Ihnen? Ich glaube, es ist schleichend. Das kommt, indem du dich selbst findest. Ja, und auch als ich dann meinen Punkt gefunden habe, hier will ich leben, hier will ich zu Hause sein, hier will ich auch meine Ferien verbringen, dann du fängst irgendwann zu ruhen, und die Stabilität, die ich heute im Beruf habe, ich frage mich natürlich, wo kommt die her, und ich weiß, wo sie herkommt. Ja, was das Resultat ist. Hätte ich viele Sachen vorher schon gewusst, ja, wäre ich vielleicht schon früher dort angekommen, aber wie heißt es so schön, der Weg ist das Ziel. Was hätte man Ihnen damals sagen müssen, als Matthias Reim ganz oben war, was hätte man Ihnen sagen müssen, damit Sie nicht so eine harte Landung hinlegen? Ja, eigentlich ist der Satz, verlass dich erstmal nur auf dich selbst. Ja, gib Verantwortung nie ab, sondern kümmere dich um das, was dich angeht. Das war die Lehre, die ich lernen musste, und die gebe ich auch an meine Kinder weiter. Kümmere dich um dich selbst, hab im Griff auch deine Finanzen, solltest du mal was dir verdienen. Ja, denn ich bin auch nicht immer da. Ja, der Papa, wo man anrufen kann, kannst du mal. Was ich A kann und B natürlich von Herzen gerne mache. Also der Papa ist das eine, aber hatten Sie auch zu der Zeit Freunde an Ihrer Seite oder Personen, die Sie begleitet haben? Ja, ich hatte Familie. Ich hatte wenig Freunde, die ich als Freunde bezeichnen würde, die blieben auch. Aber ich hatte eine Familie, die eingesprungen ist und hat gesagt, okay Matthias, wie retten wir dieses sinkende Schiff? Und das hat vor allen Dingen einer meiner Brüder, ist da eingesprungen und hat mich da ziemlich gut rausgehauen. Und bin ich ihm heute noch für dankbar, sag ich mal, klasse gemacht. Schön. Das Geld hat er inzwischen alles wieder. Ja, und er ist auch sehr stolz auf mich und kommt gerne zu Konzerten und sagt, es ist unfassbar, was kommt da passiert. Kommt er auch manchmal an den Bodensee? Ja, der kommt auch hin und wieder an den Bodensee. Also einmal im Jahr kommt er bestimmt. Und er versucht meistens im Sommer zu kommen. Was mir auch gelungen ist, all die Jahre, ob ich auch in Ibiza war oder in Mallorca, ich habe es geschafft, weil mein Bruder wohnt in Konstanz, einmal im Jahr im Sommer an den See zu kommen. Und da war, egal wie das Wetter war, ich musste rein. Das war wie eine Sucht. Ich musste schwimmen gehen. Ob das Wasser 17 Grad hatte oder 27, wurscht. Ja, und mit dem Gefühl, dann abends irgendwo in einem von diesen wunderschönen Lokalen zu sitzen, Bier zu trinken und hier rauszugucken und sagen, boah, ist das ein schöner Ort. Und es ist wirklich, es ist ein magischer Ort. Wie sieht es denn aus mit den Frauen an Ihrer Seite? Die machen ja auch Musik, also sind auch mit einer Schlagersängerin zusammen. Ja. Wie ist das zu Hause? Konkurrenz oder inspiriert man sich gegenseitig? Nö, man inspiriert sich gegenseitig. Und das ist wunderbar, weil man hat natürlich auch immer ein Thema. Das Gefährliche dann oder das, was manchmal auch nerven kann, ist, dass man nicht abschalten kann. Mhm. Ja, wenn zwei mit seinen Menschen zusammen sind und mit ihren Karrieren beschäftigt sind, das ist viel. Songwriting, Texte, wie sehe ich aus, was ziehe ich an, was mache ich bei der Fernsehsendung, ist der Song der richtige? Das geht dann auch wirklich tief in die Nacht. Also wirklich den Schalter zu finden, ist bei so extrem arbeitenden Künstlern schon schwierig. Das ist das, was man lernen muss. Und da arbeiten wir immer noch dran. Lernen, abzuschalten. Aber erst einmal freuen wir uns, dass Sie beim SWR4-Festival im Oktober ja mit dabei sind. Was können wir da erwarten? Einen super gut gelaunten Matthias. Ja, mit dem, was da drumherum steht. Und einfach nur, im Moment ist es wirklich so, einfach nur Stimmungen, Songs, die Menschen einfach begleitet haben, die sie wiedererkennen. Und vielleicht ist ja Herbst, da ist mein neues Album draußen. Ein oder zwei von meinen fantastischen neuen Songs. Wir sind sehr gespannt. Vielen, vielen Dank, dass Sie heute zu Besuch waren.